Ihr wisst Bescheid, Johnsys Hunde ist heute. Nächstes Video. Gewichtswesten zum Geburtstag gekriegt, plus Kamera, mit der gerade gefilmt von meinem Bruder. Und heute neuer Trainingsplan plus Trainingswesten, von dem her kann ich heute gleich zwei Sachen auf einmal hochstellen. Das hat mich. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen mit der ersten Übung an. Ganz klassisch, Klimmzüge. Und wie ihr jetzt gesehen habt, mache ich zwei Supersätze immer. Das heißt einmal eine Pull-Übung für den Rücken und dann einmal Push für Schultern oder Brust. Und so wird es die ganze Zeit jetzt gehen. Das Geile an der Gewichtsweste ist halt, dass ich jetzt bei Klimmzügen und auch bei der Liegestütz schon die 15 bis 20 immer gemacht habe. Bei der Liegestütz macht man auch schon bis 30. Und von dem her ist halt die Gewichtsweste super, weil es halt viel schwerer ist. Das sind jetzt 10 Kilo ungefähr, was ich dabei hängen habe. Denkt man sich jetzt vielleicht mal 10 Kilo, das ist nicht so viel oder so. Das ist schon einiges, musst du mal denken, du nimmst 10 Kilo zu und dann machst du wieder Klimmzüge. Von dem her extrem geil. Die nächsten zwei Übungen sind jetzt einmal Klimmzüge an die Ringe plus nur mal so ähnliche Liegestütze wie gerade, Pike Push-Ups, auch nochmal für Chittern. Normalerweise würde ich Handstand Push-Ups jetzt machen, aber weil der Fuß noch hin ist, warte einmal und lass das lieber noch ein wenig rosten, weil nicht, dass ich dann umfliege oder so, dann ist mein Fuß nur länger hin. Von dem her, ja, machen wir jetzt die. Der Unterschied zwischen den zwei Liegestützen ist, beim ersten geht man wegen weiter Vierer mit dem Kopf und hat dann mehr auf der vorderen Schulter. Und beim anderen bleibst du eigentlich direkt zwischen die Hände und triffst ein wenig mehr auf die mittlere Schulter. Das ist eigentlich der einzige Unterschied, bis auf dem, dass die Füße auch noch oben waren. Aber das kannst du beim anderen theoretisch auch machen. So, die nächste Übung ist jetzt Tuck Front Lever. Das ist einfach, dass man sie ausstreckt, aber halt mit Knie angezogen und dann eigentlich das Halten versucht. Das ist eigentlich ganz eine geile Übung, vor allem für den unteren Rücken, aber auch für den Lat und so, von dem her gib ihm. Und vor allem bei Dips bzw. bei Liegestütz habe ich gemerkt, dass ich eigentlich viel zu wenig immer früher gemacht habe. Mit den 10 Kilo mache ich noch meine 15 Dips und da habe ich davor auch 15 Dips gemacht. Das heißt, das ist immer ein geiler Indikator, dass man weiß, wo man so steht, vor allem bei solchen Übungen, wo du extrem viel machst, weil du merkst, hey, du schaffst mit mehr Gewicht auch extrem viel. Und ja, von dem her hätte ich eigentlich da früher mehr machen sollen und jetzt mit der Gewichtsmeisten mache ich automatisch mehr. Jetzt machen wir Skin the Cat. Das ist einfach um die eigene Achsen drehen. Mit der Gewichtsweste auf jeden Fall extrem stark, was mich extrem zart, weil davor war es eigentlich schon relativ einfach und ich habe extrem oft hin und her drehen müssen. Und ja, jetzt mit der Gewichtsweste ist es viel anstrengender. Yeah. Yeah.
Gym hast du natürlich den Vorteil, dass du die ganz leicht steigern kannst, indem du einfach ein wenig mehr Gewicht nimmst. Das geht jetzt bei Calisthenics bzw. bei Körpergewichtsübungen nicht. Von dem her ist die Gewichtsweste extrem vorteilhaft. Was man auf jeden Fall auch merkt, ist, dass wenn die Gewichtsweste so eng anliegt, dass es nicht verrutscht, dass das beim Atmen ein wenig schwieriger ist, weil sie die eben immer hebt und senkt und du das mitdruckst. Das macht das Training nur ein wenig stärker. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm oder so. Vor allem, wenn man draußen ist, geht es im Keller, ist es nur ein wenig anstrengender, weil man da nicht immer gleich die frische Luft kriegt, aber ja, sonst macht man es halt während dem Training mehr auf oder so. So, die Gewichtsweste hat nur so viele Vorteile. Das Geilste ist trotzdem, wenn man es ausziehen kann, und sich dann extrem leicht fühlt. Das ist einfach das schönste Gefühl überhaupt, vor allem bei Klimmzügen oder so. Man fliegt dann einfach die ersten paar Wiederholungen. Und auch generell, man fühlt sich extrem leicht und ja, ist extrem geil. Ihr seht, es ist extrem geil, vor allem die ersten Mal Wiederholungen. Man fliegt auch für nichts. Danach wird es ein wenig stärker, weil man dann sich wieder an sein normales Gewicht gewohnt. Aber vor allem die ersten Mal Übungen sind extrem leicht. Und das Geile ist natürlich, wenn man es dann länger macht, länger mit Gewicht zu essen trainiert, dann sind so normale Klimmzüge eigentlich schon voll leicht, weil man eigentlich immer gewohnt ist, dass man es mit Gewicht zu essen macht. Und so baut man eigentlich dann im Calisthenics extrem viel Kraft auf, vor allem bei den einzelnen Übungen. Und kann sich so viel leichter steigern, wie eben schon zuerst gesagt, wenn man im Gym mehr Gewicht drauf tut, dann wie auf uns mehr Gewicht drauf mit der Gewichtsweste, von dem her funktioniert das ganz gut. Und ich finde es auch gescheiter wie ein Rucksack oder so, der was die ganze Zeit hinten irgendwie so lang oben hängt, man hat vorne kein Gewicht, man ist die ganze Zeit irgendwie ausbalanciert. Von dem her, Gewichtsweste auf jeden Fall mein favorite Trainingsequipment gerade mit den Ringen. Und ja, von dem her, ja, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, dass er sich auch Gewichtsweste holt, vor allem wenn er mit Körpergewicht trainiert und schon länger trainiert. Und ja, dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt so gerne in Kommentare, ob ihr irgendeinen Unterschied gemerkt habt zwischen der jetzigen Kameraführung und der anderen. Weil ich habe jetzt meine neue Kamera probiert und sonst immer mit dem Handy gefilmt. Da hat mich auf jeden Fall interessiert, ob ihr einen Unterschied merkt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn es mir helfen wollt, dann abonniert es mir gerne. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, bis Sonntag, beziehungsweise Podcast am Montag. Und ja, das war's. Ciao. War ein Training. Für dich. Warum sollte man den Jumsy-Kanal abonnieren? Du lernst, was du richtig machen musst, du lernst, was du besser machen musst, du lernst, was der Sinn des Lebens ist, du lernst einfach mäßiger. So ist es. Gandalf, einfach Gandalf, der weiß alles. Wenn du Jumsy abonnierst, du weißt da alles, Mann.